Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7, hier spricht Herr Kunig aus dem Homeoffice und ich möchte euch mit diesem Video ganz herzlich zu einer neuen Unterrichtseinheit zum Thema Australien begrüßen. Ihr habt euch in der Vergangenheit schon ausführlich mit der Topografie von Australien befasst. Das heißt, ihr wisst, wo die größten Städte des Kontinents liegen. Ihr wisst, wo die Hauptgebirge des Kontinents liegen. Ihr wisst, wo Wüsten liegen und ihr kennt die angrenzenden Meere des Kontinents. In dieser Unterrichtseinheit soll es um das Klima Australiens gehen. Das heißt, die Überschrift für die heutige Stunde lautet Australien, der trockene Kontinent? Fragezeichen. Ihr könnt es jetzt schon in euren Hefter übernehmen und dieses Thema wird uns jetzt also die nächsten Minuten begleiten. Und wenn ich diese Überschrift schon mit einem Fragezeichen in Klammern versehe, dann dürfte euch schon klar sein, dass es vermutlich nicht ganz stimmt, dass Australien so trocken ist auf dem ganzen Kontinent wie auf diesem Bild zu sehen. Das wollen wir jetzt gemeinsam rausfinden und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video etwas weiterbringen. Okay, Australien, der trockene Kontinent. Wenn wir uns mal die Klimazonen Australiens anschauen, die Überschrift ist leider etwas abgeschnitten, die Klimazonen Australiens. Ihr müsstet die Klimazonen, die hier in der Legende beschrieben sind, schon kennen. Wir haben uns mit den Klimazonen ausführlich beim Thema Afrika befasst und jede dieser Klimazonen dürfte euch ein Begriff sein. Wie ihr seht, ist der Großteil Australiens von der trockenen Passatklimazone beeinflusst. Trockene Passatklimazone. Die Farbe Gelb gibt auch schon einen Hinweis darauf. Das ist eben genau diese Klimazone, die auch in Afrika vorherrscht, nämlich dort an den Wendekreisen, wo sich die Wüsten unserer Erde befinden. Ja, so wie die Sahara oder die Kalahari oder die Namib-Wüste in Afrika, ist auch der große Teil von Australien, nämlich der Westteil, großflächig von Wüsten bedeckt. Ja, das liegt daran, dass die Passatklimazone sehr trockene und warme Luft in den Kontinent bringt und somit kaum etwas wachsen kann in diesem Bereich. Wie ihr aber auch seht, gibt es vor allem an der Ostküste die feuchte Passatklimazone, die ist ebenso warm, bringt aber Niederschläge mit sich. Und wenn wir uns das mal auf einer Niederschlagskarte anschauen, die Überschrift lautet hier Niederschlagsverteilung in Australien, dann sehen wir eben dieses Bild. Je dunkler das Grün auf dieser Karte dargestellt ist, desto mehr regnet es in diesem Gebiet. Und wir sehen hier, dass die Küsten Australiens mit Ausnahme der Westküste von Niederschlägen betroffen sind. Das heißt, dort regnet es ausreichend, um auch Landwirtschaft betreiben zu können. Und das ist auch der Grund, weswegen alle, also fast alle australischen Städte in den Küstenregionen liegen. Wir sehen hier in der Mitte des Kontinents regnet es kaum bis gar nicht und dort sind auch eben die Wüsten verbreitet. Schauen wir uns das mal bei Google Earth an. Wir haben also den australischen Kontinent aus der Satellitenperspektive. Und wenn ihr euch das hier betrachtet, dann wird auch schnell klar, warum Australien nicht nur als Down Under bezeichnet wird, weil es eben der einzige bewohnte Kontinent auf der Südhalbkugel ist, sondern eben auch als der rote Kontinent. Und hier wird auch ersichtlich, warum aus dem All ist der Kontinent zum Großteil in einer roten Farbe getränkt, liegt also daran, dass der Sand von Weitem eben diese rötliche Färbung angenommen hat. Das liegt daran, dass die Gesteine sehr eisenhaltig sind. Wir sehen aber auch genauso, dass die Ostküste hier sehr üppig grün bewachsen ist, zumindest macht es den Anschein aus dem All. Und es deutet natürlich darauf hin, dass dort Niederschläge fallen, und zwar mehr als bei uns in Deutschland.
Da könnte ich also schon mal merken, die Überschrift Australien, der trockene Kontinent. Das stimmt, Australien ist mit Abstand der trockenste bewohnte Kontinent unserer Erde. Es gibt aber auch Regionen, wo genügend Niederschläge fallen, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Ihr könnt euch jetzt also schon mal in eurem Hefter notieren, nachdem ihr die Überschrift geschrieben habt, von der ersten Seite ein Feld merke. Und zwar, der größte Teil Australiens befindet sich in der Zone des trockenen Passatklimas. Was das bedeutet, müsstet ihr wissen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufschreiben. Das haben wir zu Afrika schon notiert. Und Australien ist der trockenste bewohnte Kontinent der Erde. Denn es gibt auch noch die Antarktis. Ist ja, wie ihr wisst, auch ein Kontinent unserer Erde. Der ist aber nicht dauerhaft bewohnt. Deswegen diese Einschränkung. Aber an der Nord- und Ostküste fallen teilweise ergiebige Niederschläge. Ich brauche jetzt keine Pause lassen. Ihr könnt einfach auf Pause drücken und ich werde mit dem Video fortfahren. Wie ihr also gesehen habt, ist Australien vor allem in der Mitte und im Westteil, aber auch einem Großteil des Ostens nicht mit Niederschlägen gesegnet. Das hat Niederschlägen gesegnet. Das bedeutet, hier ist es sehr trocken. Und trotzdem kann man in diesem Bereich, das heißt im Ostteil des Landes, dort wo kaum Niederschläge fallen, solche Bilder hier schießen. Das heißt, in Australien gibt es auch in einer sehr trockenen Region eine ausgeprägte Landwirtschaft. Wir sehen hier Viehzucht, wir sehen Getreidewirtschaft. Ja, und wir wollen heute der Frage auf den Grund gehen, wie funktioniert das? Wie können die Australier in dem Bereich, wo kaum bis keine Niederschläge fallen, Landwirtschaft betreiben? Das bedeutet, wie kommen die Australier an Wasser? Weil ohne Wasser ist eine Landwirtschaft natürlich nicht möglich. Um die Lösung auf diese Frage zu erfahren, ist es noch wichtig, das Relief Australiens mal anzuschauen. Relief bedeutet also die Höhenunterschiede. Und wenn wir uns das mal anschauen, ihr müsstet das ja schon wissen aus eurer Topografieaufgabe, haben wir im Osten des Landes ein riesiges Gebirge, die Great Dividing Range, was den kompletten Osten Australiens entlang führt. Wir haben weiter in westliche Richtung ein Tiefland, hier mit der Farbe grün dargestellt. Und wenn wir weiter nach Westen gehen, haben wir hier also die McDonald-Kette, die Musgrave-Kette mit dem Berg Uluru. Müsste euch alles schon ein Begriff sein. Das heißt, wenn wir uns das mal aufzeichnen wollen, was ihr jetzt bitte auch tut, das heißt das Profil von Ost- bis Mittelaustralien, haben wir hier also im Osten erst das Meer, die Küste, die Great Dividing Range und dann geht es wie in eine Art Becken, bevor der Kontinent sich wieder erhöht beim westaustralischen Tafelland. So wird also die Gebirgsketten dort insgesamt bezeichnet. Wir merken uns also von Ost bis West hat Australien eine Abfolge von Gebirgen und Becken. Das ist wichtig zu wissen, denn ich will euch im Folgenden ein Experiment verlinken, was ich schon mit einer anderen siebten Klasse durchgeführt habe. Und ihr sollt gut darauf achten, was in diesem Experiment geschieht. Ihr findet bei Lernsax ein Arbeitsblatt, ein Protokoll, was ihr ausfüllen sollt, während ihr das Experiment euch anschaut. Nochmal zur Verdeutlichung. Das Profil von Australien, wir haben hier die Ostseite, hier die Westseite. Und wie ihr auf der Niederschlagskarte sehen konntet, haben wir hier in diesem Bereich ergiebige Niederschläge. Meine Wolken sehen jetzt aus wie von einem Kindergartenkind, weil ich mit Mauszeichen, ihr kriegt das besser hin. Ihr übernehmt, wie gesagt, diese Zeichnung in euren Hefter und zeichnet bitte auch diese Niederschläge hier ein.
Das heißt, hier an der Küste fallen genug Niederschläge, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Aber die Bilder, die ihr vorhin gesehen habt, die stammen aus diesem Bereich. Und mit Hilfe des Experiments und der Auflösung dessen will ich euch verdeutlichen, wie das Wasser hier hergelangt, obwohl es ja hier absolut nicht oder nur wenig regnet. Ich bin gespannt, was eure Vermutungen sind. Ich verlinke euch jetzt gleich das Video zum Experiment. Nach dem Experiment geht ihr auf Lernsax, ladet euch das Arbeitsblatt runter, druckt es aus, wenn möglich, oder übernehmt die Überschriften in euren Hefter, das ist auch möglich, und füllt das Arbeitsblatt aus bis Vermutung. Ja, ihr sollt also vermuten, was darin passiert. Viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich bald.